Das Wort hat der Abgeordnete Spilker. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen. Ich habe gerade noch einmal mit dem Bundeskanzler telefoniert. Lassen Sie mich Folgendes sagen. Die vorläufige Freigabe von Besuchsreisen und Ausreisen aus der DDR ist ein Schritt von überragender Bedeutung. Damit wird praktisch erstmals Freizügigkeit für die Deutschen in der DDR hergestellt. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen die Entscheidung, die von der DDR-Führung heute getroffen worden ist. Die Einzelheiten bedürfen noch der Prüfung, aber schon jetzt steht fest, diese Entscheidung bedeutet, dass die Mauer nach 28 Jahren ihre Funktion verloren hat. Wir alle können stolz darauf sein, einem Volk anzugehören, das seinen Willen zur Freiheit und zum Frieden so zum Ausdruck gebracht hat, wie die Deutschen in Ost-Berlin, in Leipzig und anderswo. Wir freuen uns und wir begrüßen alle, dass die Mauer gefallen ist, denn das bedeutet dies. Denn der unwürdige Weg über Drittländer ist jetzt überflüssig geworden. Freie Wahlen bleiben das Ziel. Sie werden die Voraussetzung schaffen, dass die Bereitschaft, zu Hause zu bleiben, ich darf das so sagen, größer werden wird. Alle diejenigen, die jetzt noch schwanken, bitte ich herzlich, bleibt daheim. Meine Damen und Herren, fällt schwer, jetzt einfach wieder in die Tagesordnung einzutreten, aber so ist das nun einmal. Die Frage war, ob diese angefangene Beratung noch zu Ende geführt werden kann. Aber nein, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, es kommt von allen Seiten immer die unterschiedliche Meinung hierauf. Ich bin der Meinung und ich sehe das an Ihren Gesichtern, dass dieser Tag es eigentlich erfordert, nicht in diesen Beratungen fortzufahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, mit diesem großen Ereignis ist dieser Tag heute, der Sitzungstag, geschlossen. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestags dann noch ein, sobald ich den Termin weiß. Ich kann Ihnen heute nicht sagen. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist geschlossen.